In diesem Video spielen wir 10er werfen. Für das Spiel sucht ihr euch einen Partner, eine Partnerin, Geschwisterteil, Freund, Freundin. Ihr braucht einen Gegenstand, mit der ihr eine Position markiert. Wir haben dafür das orange Hütchen genommen. Diese Position ist zentral vom Korb. Ihr könnt euch aussuchen, wie weit die vom Korb weg ist. Einer von euch hat einen Ball in der Hand und fängt an zu werfen. Wenn er trifft, holt er sich seinen Ball wieder und geht wieder zu der Position. Wenn man nicht trifft, holt der andere den Rebound, läuft und wirft ab da, wo er den Ball gefangen hat. Und so geht das weiter, bis einer getroffen hat. Judith hat jetzt getroffen und geht wieder zurück zum Hütchen und wirft von der Startposition. Jetzt holt Marvin den Rebound und Marvin wirft. Jetzt hat Marvin getroffen und wirft von hinten. Marvin hat jetzt 2 Punkte. Jetzt steht 2-2. Drei, zwei. Jetzt ist Marvin schon wieder ein bisschen weiter weg. 4-2 für Julius. Vier, drei. Oh, jetzt muss Julius von ganz weit weg werfen. Und Ausgleich, 4-4. Und 5-4 für Julius. Dann einmal kurz Stopp. Die beiden spielen jetzt noch ein bisschen weiter, bis 10. Ihr könnt das auch länger spielen. Ihr könnt so lange spielen, wie ihr wollt. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Und viel Spaß.